Hey und schön, dass du da bist. Im dritten Teil dieser Weihnachtswichtel-Videoreihe zeige ich dir, wie du eine Sitzbank, eine Leiter und eine Schaukel für deinen Wichtel basteln kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wir legen los mit der Sitzbank und zwar hier mit der Rückseite. Schnapp dir zwei Stäbchen und lege diese längs und darauf legst du drei Stäbchen quer. Die sollen die Rücklehne bilden. Deshalb müssen sie in der oberen Hälfte der zwei Längsstäbe liegen. Wenn du das Ganze festgeklebt hast, schnappst du dir drei weitere Stäbe, welche dann die Sitzfläche bilden. Mit Hilfe von kleinen Stäbchenresten, welche ich quer darauf lege, fixiere ich die drei Stäbchen zusammen. Kleb also die kleinen Stäbchen auf die Unterseite deiner Sitzfläche und lass das Ganze gut trocknen. Nach dem Durchtrocknen kannst du dir deine Sitzfläche zur Hand nehmen und diese im rechten Winkel an der Rückwand festmachen. Orientiere dich dabei am untersten Stäbchen der Rücklehne. Dann kürzt du die hinteren beiden Stäbe, an welchen die Rücklehne befestigt ist, auf die gewünschte Länge. Also sie müssen so lang sein, wie du im Endeffekt möchtest, dass deine Bank hoch ist. Wichtig ist, dass die Stäbchen unten gerade abgeschnitten werden, denn nur so steht die Bank stabil. Wenn du dich für eine Höhe entschieden hast und die beiden hinteren Beine abgeschnitten hast, misst du das Ganze mit einem Lineal aus und schneidest dir zwei weitere Holzstäbchen in dieser Länge zu, um diese dann vorne anzubringen. Und so schnell ist dann die Sitzbank für dein Wichtel auch schon fertig. Als zweites widmen wir uns der Leiter für deinen Wichtel, damit diese auch gut arbeiten kann. Das Grundgerüst bilden je zwei Stäbchen, welche zusammengeklebt werden. Nimm dir also zuerst zwei Stäbchen zur Hand und klebe diese an der oberen Kante zusammen, und zwar in einem schrägen Winkel, so schräg, wie du eben möchtest, dass deine Leiter steht. Und das nutzt du dann als Vorlage. Lege also ein weiteres Stäbchen oben drauf, mach einen Punkt Kleber oben an die Ecke und leg das andere darauf. So, dass es ein identisches Abbild deines ersten wird. Für den nächsten Schritt benötigst du kleine Holzstäbe, diese verlinke ich dir unten in der Infobox. Schnapp dir jetzt deine beiden Außenstücke der Leiter und stelle diese parallel zueinander auf. Jetzt musst du nämlich entschließen, wie breit deine Leiter werden soll, also welche Länge die Sprossen haben. Schau einfach, was dir hier gefällt. Je nachdem, welche Holzstäbe du verwendest, musst du ein wenig in der Größe variieren. Ich hatte hier 5 cm. Und diese 5 cm markiere ich mir nun auf meinen Holzstäben und schneide sie dann mit dem Alesschneider in kleine Stücke. Wenn deine Sprossen bereit sind, musst du dir noch überlegen, wie weit die Sprossen jeweils auseinander sein sollen. Damit du es beim Kleben leichter hast, zeichnest du am besten an diese Stellen mit einem Bleistift einen kleinen Punkt. Schnapp dir deine Heißklebepistole und drücke einen kleinen Punkt Kleber auf den vorgezeichneten Bleistiftpunkt. Dort drückst du dann eine Sprosse hinein. Wichtig ist, dass der Heißkleber ein bisschen abgekühlt sein muss, beziehungsweise wenn er noch sehr warm ist, musst du das Stäbchen ein bisschen halten, denn sonst fällt es schnell um. Es ist also ein bisschen Friemelarbeit und wenn du ungeduldig bist, kannst du natürlich auch alle direkt nebeneinander kleben und immer wieder ein bisschen aufstellen, wenn diese leicht kippen. Wenn du auf der ersten Seite fertig bist, drehst du das Ganze und machst die Sprossen auch noch auf der anderen Seite fest. Wenn alle Sprossen also am ersten Leiterteil sitzen, nimmst du wieder deine Heißklebepistole und machst oben auf die Sprossen kleine Klebepunkte drauf. Wenn auf jeder Sprosse der Klebepunkt drauf ist, schnappst du dir ein zweites Leiterteil und legst dieses oben darauf. Ich habe zum Schluss festgestellt, dass das Ganze schöner aussieht, wenn oben in der Mitte auch noch eine Sprosse ist. Deshalb habe ich sie nachträglich zugeschnitten und reingeklebt. Es ist natürlich einfacher, wenn du es direkt machst, bevor das zweite Leiterteil oben drauf liegt. Jetzt musst du nur noch die Klebereste entfernen und dann ist deine Leiter auch schon fertig. Und als letztes schauen wir uns jetzt noch eine Schaukel an. Die Schaukel baue ich aus drei etwa gleich großen Stöcken, welche als eine Art Tor gelegt werden, und einem kleinen Stäbchen, welches die Schaukel selbst bildet. Im ersten Schritt verbinde ich die drei Stöcke miteinander. Hierzu lege ich diese als eine Art Tor und hebe den oberen Stock hoch, mache zwei Klebepunkte auf die jeweils senkrecht stehenden und klebe dort den Querbalken drauf. Alternativ könntest du an den Kreuzungspunkten auch etwas Schnur wickeln und so die Stäbe miteinander verbinden. Dann schnappe ich mir ein Stäbchen, ich verwende hier nicht die schmalen, sondern die großen Breiten, welche ich auch in Teil 1 verwendet habe,
und schneide dieses auf die Länge zu, welche für meine Schaukel passend ist. Maße kann ich hier schlecht angeben, denn es hängt natürlich voll und ganz davon ab, welche Stöcke du außenrum verwendest. Miss also einfach mit einem Lineal aus, welche Länge, Breite bei dir passt und schneide so dein Stäbchen zu. Wenn ich das gemacht habe, nehme ich mir etwas Schnur zur Hand, und zwar zwei Stücke, und lege diese in einer Schlaufe um den oberen Stock herum. Wie lang die beiden Schnüre sein müssen, teste ich einfach aus, indem ich mein Schaukelbrett nehme und dieses dazwischen lege. Beim Austesten halte ich die Schnur auf die untere Sitzseite, also nicht dort, wo theoretisch der Wichtel drauf sitzt, sondern eben die untere Seite dieses Sitzbrettes, denn dort werde ich das Ganze später festkleben. Wenn dann beide Schnüre auf die gleiche Länge gebracht sind, nehme ich mir das Schaukelbrett und den Heißkleber und mache auf die Unterseite des Brettes ein bisschen Heißkleber drauf und klebe dort die Schnüre fest. Da das Ganze wieder etwas klein und friemelig ist, besteht hier Verbrennungsgefahr, also passt gut auf. Ich verwende hier ein Holzstäbchen, um das Ganze ein bisschen Heißkleber reinzudrücken. So schützt du deine Finger. Und jetzt kann dein kleiner Wichtel auch schon schaukeln. Das war's mit Teil 3, nächsten Samstag dann Teil 4. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal.